Hallo, heute schauen wir uns an, wo ihr die Images zum Klonen von LeBlanc-Rechnern herunterladen könnt. Dazu verbindet ihr euch am besten mit dem FTP-Server ftp.leblanc.org/download. Dann seid ihr in diesem Verzeichnis, geht dann auf Images und hier habt ihr entweder englische, spanische oder französische Images als Archive gepackt. Die könnt ihr mit der rechten Maustaste herunterladen, Ziel speichern unter. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt dann auch die Basis-Images hier, 32, 64, auch das Flüchtlings-Image. Oder die Alternative ist, es gibt ein Tool, das sich AirSync nennt. Damit habt ihr die Möglichkeit, entweder unter Linux, es gibt es aber auch für Windows, einfach mal im Internet schauen. Das gibt es für verschiedene Betriebssysteme. Das ist ein Programm, das quasi im Hintergrund eine Synchronisierung mit diesem Server herbeiführt. Und es gibt dort den User LeBlanc und das Passwort LeBlanc. Das muss man dann eingeben. Damit habt ihr Leserechte auf dem Server und könnt dann mit Hintergrundprogrammen synchronisieren. Das hat den Vorteil, wenn ihr dann nicht direkt am Rechner sitzt, kann trotzdem zeitgesteuert eine Synchronisierung im Hintergrund laufen und ihr habt immer aktuelle Images bei euch. Alle Images sind mittlerweile ungefähr knapp 500 GB groß, also schon eine recht große Datenmenge. Entweder sucht ihr euch die Images heraus, die ihr braucht. In Deutschland können LeBlanc-Hubs auch beim Rhein-Ruhr-Hub, also der Zentrale hier in Deutschland, eine externe Festplatte anfordern mit aktuellen Images, die dann bitte nur wieder zurückschicken, weil wir haben leider kein so großes Budget, dass wir dann die immer wieder heraus neu kaufen und herausgeben können. Ansonsten wird dieses Image, was ihr dann heruntergeladen habt, entpackt, einfach auf eine externe Festplatte oder auf einen Server spielen und von da geht es dann weiter mit Leptix oder anderen Installationswerkzeugen. Aber wir empfehlen dazu Leptix. Schaut euch da auch gerne das Videotutorial an, wie jetzt die weiteren Schritte sind. Danke.